So, hallo, jetzt kann ich mal wieder ein Video in Deutsch machen. Ja. Dank der Entitäten hier in Abad Janja. Wir sind jetzt seit 2 Tagen wieder hier zum 15. Mal, sage ich. Deborah sagt zum 20. Mal, also wir haben den Überblick verloren. Und gestern habe ich mich angestellt. Am Nachmittag ist die 2. Session, geht dann ab 1:30 los, geht dann manchmal bis 5:30 und habe ich mich angestellt und dann klopft mir jemand auf den Rücken und das ist die Sabine Günther, die ein Core-User ist in wo? In Bremerhaven. In Bremerhaven. Wir haben uns vorher noch nicht getroffen, aber sie hat gesagt, sie war gerade am Morgen dort, um John oder die Entität zu fragen für eine Blessing vom Chor, von ihrem Chorsystem oder ihrer Arbeit mit Chor. Und dann hat sie gesagt, und noch eine Überraschung, Horst und Sabine sind auch Bettina? Hier. Bettina sind auch hier. Und wir haben uns letzte Mal erst vor 3 Jahren getroffen. Da haben wir sie eingeladen oder sie sind gekommen zu unserem Training in Ilhabela. Und dann haben wir hier einen Trip gemacht mit allen Teilnehmern nach Abad Janja, wo John of God seine Klinik hat. Und das ist 3 Jahre her. Und seitdem haben wir uns nicht mehr getroffen, nicht mehr gesprochen. Und wie der Zufall so will, ja, wir wissen ja, CORE steht für Coincidence Recognition, sind wir hier jetzt zusammengekommen. Ja, und ich wollte die Möglichkeiten wahrnehmen, weil ich ja sonst nicht in Deutsch ein Video machen kann. Die Deutschen sagen, wir müssen mehr von dir in Deutsch hören. Und wollte ich jetzt mal fragen, weil ich habe gehört, ihr seid jetzt schon zum 5. Mal hier und das erste Mal wart ihr mit uns hier, ja, zum 5. Mal hier. Und was bringt euch jetzt immer wieder hierher? Oder? Das ist diese geistige Kraft. Heilkraft der Wesenheit, das Herz sieht und dann natürlich die Verbundenheit mit vielen Teilnehmern und Menschen, die der Heilung bedürfen und die begleiten wir auch. Also ihr bringt auch selber Leute hier. Ja. Ich habe jetzt also seit Mittwoch den Ausweis, also ich bin jetzt hier offiziell Gruppenführer, Guide. Aha. Und wir bringen jetzt das 2. Mal große Gruppen her. Und wie viele Leute sind das dann, die dann hier mit 17 euch? 17 dieses Mal, letztes Mal glaube ich waren es auch 17, 18. Ja. Im August wird es eine kleinere Gruppe, diesmal mit Menschen, die ich nicht kenne. Ah, und wie findet ihr die in Deutschland? Der Horst und ich, wir machen ja Wochenendseminare und intensive Wochen, Einzelsitzungen, wo es immer um Bewusstseinsarbeit geht, Heilung. Und wir arbeiten mit den Menschen schon teilweise an die 10 Jahre und aus jedem Gruppen entscheiden sich immer welche, dann wir laden dann ein oder sagen wir kommen hierher, die sagen dann wir kommen mit. Und das hat eben auch, wir sind jetzt praktisch, ich habe zu Deborah gesagt, wir sind jetzt die Großeltern, ja? Genau. Großeltern von denen, die jetzt bei euch mitkommen, ja? Wir wollten also euch wirklich noch sagen, wie dankbar wir euch bis heute sind, dass ihr uns hierher gebracht habt. Gut, und ihr seid ja eigentlich nicht wegen John gekommen, sondern seid ja wegen einem Chorseminar gekommen. Ja. Und das ist halt dann so ein Seiteneffekt. Und ich meine, für mich, wie gesagt, ich sage, wir waren nicht 15 Mal hier, Deborah sagt es schon 20 Mal. Also es ist etwas, ja, was einem immer irgendwas gibt, ja. Und nicht unbedingt immer was Einfaches. Diesmal ist es ziemlich tumultartig für mich, ja. Aber es ist immer was. Und wie bringt, tut ihr noch mit Chor arbeiten oder? Ich habe mit dem Horst ja gearbeitet und jetzt hat es Sabine weitergegeben. Vielleicht noch interessant, wie wir die Leute hierher gebracht haben. Wir haben irgendwann, wir waren ja hier gewesen, dann waren wir nochmal alleine hier. Plötzlich war der Impuls da, das können wir eigentlich mal anderen bekannt geben. Wir haben gesagt, es gibt in Brasilien ein Heilzentrum. Und wer darauf vertraut, dass es was für ihn ist, dann möge es ihm melden. Punkt. Nicht gesagt, wo, was es kostet,
was da passiert, nichts neu. Und spontan haben sich die Leute darauf angesprochen. Die Kraft der Casa hier wirkt dann durch so eine Einladung noch ohne jede Einzelheit. Ja, und dieses Zusammentreffen, ja, also wir sind jetzt hier und haben uns nicht abgesprochen. Wie gesagt, Sabine steht nicht irgendwo in der Reihe. Da stehen ja dann mindestens 300 Leute an am Nachmittag, aber sie steht direkt hinter mir. Ja? Sie kennt dich aus diesem Newsletter. Und sie hat mich noch nicht mal persönlich gesehen, sie hat mich nur aus dem Newsletter gesehen. Ja? Und dann gehen wir hier gestern gehen wir zu einem Store und Deborah kriegt eine Message von wem? Von unserem Vertriebspartner in Brasilien. Und der sagt, ah, wir sind gerade in Abadiania bei John of God. Ja? Und auch ohne irgendeine Absprache ist er jetzt hier. Und er ist auch, obwohl er Brasilianer ist, er ist auch nur hier, weil er das von uns kennengelernt hat. Ja? Weil viele Brasilianer kennen das gar nicht. Und wenn man hier so rumschaut, die meisten sind Ausländer. Ja? Es ist also wie immer etwas, wo man eine Anstrengung machen muss, um das zu bekommen. Und das ist auch, was ich sehe und was mein letzten Post, was ich gemacht habe, dass Anstrengung oder sogar Leiden eigentlich dafür da ist, Energie ist. Es ist reine Energie, um das zu verwirklichen, was du willst. Ja? Und deswegen sagt eben John of God, die Hauptsache ist, im Current zu sitzen. Das heißt eigentlich nur, da bei ihm oder in einem der Seitenräume zu sitzen, während er die Menschen empfängt. Und das kann manchmal 5-6 Stunden dauern. Und das ist anstrengend, ja? Das ist anstrengend. Und da kommt man nicht in einen Zustand von Erleuchtung oder von Bliss oder von manchmal vielleicht. Aber die Hauptsache ist, dass man ungeduldig wird oder dass man Gedanken hat, jetzt reicht's. Oder jetzt muss ich mal gucken, weil man muss ja die Augen geschlossen halten. Und was aber mir am meisten hilft jetzt, ist zu sehen, dass es Energie ist. Dieses Unruhigsein, Unruhigwerden ist nicht etwas, was hoffentlich nie weggeht. Es ist die Energie, die ich dann richten kann auf das, was ich verändern will. Und in dem Fall meistens will ich dem John of God helfen. Ja? Und da geht die Energie hin. Und das sagt er, das ist ganz wichtig, dass die Leute, die da sitzen, ihm helfen, aber auch natürlich sich selbst dadurch. Und wer das in unser Leben bringt, dass Energie meistens in Form von Leiden auftritt, ja, dann wissen wir mehr, was wir damit machen können. Ja. Das ist der Platz, um das zu lernen. Also am Karfreitag sind wir ja 10 Stunden im Kopf. 10 Stunden am Karfreitag, morgens, ja. 5, mittags 5. Ja. Und John macht es seit über 50 Jahren. Also, das ist nicht der Platz, wo Take It Easy so sehr praktiziert wird. Okay, dann haben wir jetzt mal unser Lunch. Danke. Toll.